Ja, aloha und herzlich willkommen hier zu einer neuen Aufnahme Minecraft Showplay. Ja, das letzte Mal ist nicht allzu lange her, haben wir da die beiden User-Gebäude eingefügt. Einmal das Mühlenhaus von Mr. OMG LP und dann noch Toshikos Haus hier auf die andere Seite des Flusses. Und so langsam gedeiht die Welt hier doch richtig schön. Und heute möchte ich wieder mit euch ein paar User-Gebäude einfügen. Mal gucken, wie viele wir schaffen. Es kommt immer ganz auf die Zeit drauf an, wie sehr wir die Umgebung verändern müssen und. Ich habe wieder zwei erst einmal vorbereitet, beziehungsweise im Schematic gespeichert. Sollte alles soweit funktionieren. Einmal das Haus von Lachgeil, beziehungsweise Lachgeil LP, glaube ich, hieß er. Und dann eine Kaserne von Burnblaster. So viel kann man schon mal sagen. Und ich würde als nächstes das Haus von Lachgeil einfügen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich das am besten mit hinpacke, weil die Welt, die wird ja immer voller und immer voller hier. Wir haben bald keinen Platz mehr nirgendwo. Ja, wie machen wir denn das am besten? Ich habe keinen Plan, keinen Plan, keinen Plan hab ich mir zurechtgelegt. Hier könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen fortführen. Und zwar hier auf die andere Seite, theoretisch könnte ich mir das echt gut vorstellen. Das Haus da, so auf dieser Seite. Dann hätten wir hier ein Haus und da ein Haus, die beide etwas unterschiedlich wären. Ja, das würde ich doch machen. Dann machen wir mal hier den Baum weg. So, das kommt mal ausnahmsweise außerhalb der Stadtmauer wieder hin. Wir wollen ja auch außerhalb der Stadtmauer ja, viele, viele schöne Wohngebiete erschaffen, Häuser erschaffen und so weiter und so fort. Kommt auch immer drauf an, was jetzt in die Stadt reinkommt. Weil es gibt Häuser, also ich möchte nichts gegen eure Gebäude sagen, so viel vorab, ne? Also nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, das Schlechte, das kommt nicht in die Stadt rein. Das ist ja alles ein Server hier, so viel soll mal gesagt sein. Also es kommt alles drauf, was schön ist. Ich muss nur gucken, wo ich immer was hinpacke, weil das soll ja auch ein bisschen thematisiert bleiben. Also es soll auch an dem Ort, wo es steht, dann einigermaßen hinpassen und gut aussehen. Und so wie ich das Haus von Lachgeil LP im Kopf habe, dürfte das doch hier eigentlich am besten positioniert sein, würde ich mal meinen. Oder vielleicht doch woanders hin? Ich habe nicht viel Plan. Man könnte auch hier drin da versuchen, was zu erweitern. Beziehungsweise hier könnte man auch noch was hinzimmern. Hier so an die Stelle könnte man auch gern noch ein Haus stellen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ach, wenn das nicht einmal alles so schwer wäre. Wir laden uns erstmal das Schematic, würde ich sagen. Dann können wir uns das Haus nochmal angucken. Schematic Load Lachgeil Haus. So hatte ich das genannt. Jawohl, has loaded. Und dann pasten wir das einfach mal hier mitten in die Luft rein, um zu schauen, wie das Ganze... Ach, das hat es genau hinter uns gepostet. Das hier wird das Haus von Lachgeil LP werden. Also ein schönes, kleines, heimeliges Haus. Würde ich jetzt erstmal wieder Undo machen. Also es ist ein kleines, dunkles, eckiges. Ich würde schon sagen, dass es hier eigentlich wie perfekt hinpassen würde. Da zwar auch, könnte man zwar auch langsam verbinden, was da hinten vor allem mit dem Dorf, was wir haben, damit wir hier das ganze Gebiet ein bisschen mehr erschließen, die Wüste mehr erkunden und. Aber ich denke, das passt hier am besten fast mit hin. Und das Haus ist gerade da erschienen. Das heißt, ich muss es um 90 Grad drehen. Rotate 90. Schwumm die Bumbe. Und dann müssten wir das Ganze mal einfügen. Ich nehme an, das fügen wir mal hier ein, oder? Probieren wir es einfach mal. Guck mal, wie es aussieht. Schwupp. Ja, das sieht doch schon so gar nicht mal verkehrt aus. Ich würde das gerne noch etwas weiter rechts machen. So zwei Blöcke weiter, ich meine links natürlich. So zwei Blöckchen weiter links oder einer reicht eigentlich auch zu. Beziehungsweise, nee, das machen wir schon hier hin. Ich würde das fast mit hier hin machen, jawohl. So, dann pasten wir das mal. Schwupp. So, sehr schön. Die Treppe hier brauchen wir nicht mehr. Hier haben wir jetzt Gras. Die Türen sind natürlich alles quirks da quer, verquere rum.
Aber das soll uns ja nicht stören. Wir werden erstmal hier wieder die Landschaft ein wenig aufpäppeln. Hier muss man ja gar nicht so viel beachten. Das finde ich schon mal gar nicht so verkehrt. Gar nicht schlecht. Der Goldblock kommt wieder weg. Ach, da hat es wieder einen Baum mit erwischt. Aber was wollen wir machen? Das passiert nun mal beim Einfügen gewisser Häuser und sonstigen Gebäudereien. So, können wir ja mal so andeuten, dass hier ein bisschen was drüber wächst. Okay, aber das passt doch eigentlich hier richtig gut hin, würde ich meinen. So. Hätten wir da... Da ist gar kein Fenster, aber da ist auch die Treppe, wie es aussieht. Okay, hier der Baum, den müssen wir noch ein bisschen vergrünen, damit der wieder richtig voll aussieht, beziehungsweise voller als vorher zumindest einmal. Das hier ist nicht so ganz gut. Das würde ich noch ein bisschen erweitern wollen. So sieht das doch schöner aus. Das hier können wir wegfriemeln. So, und dann hat es eigentlich hier alles richtig gut hingepastet. Das passt alles gleich perfekt. Ah, den Baum hier. Die Birke natürlich. Die wollen wir natürlich nicht so entwachst lassen jetzt hier. Die will ja auch ihre Blüten haben und schön prächtig mächtig gedeihen. Deshalb werden wir hier noch ein paar Blätter anbringen. Und hier vorne, glaube ich... Nee, da müssen wir nichts anbringen. Das reicht schon. Ja, man kann ja theoretisch auch nochmal hier so ein Blatt anbringen. Das ist so ein bisschen verwuchert da nach und nach. Da haben wir einen schönen Balkon. Den würde ich gerne noch ein bisschen verfeinern. Und dann wäre es das schon gewesen. Also das Gebäude hier ließ sich jetzt richtig leicht, sage ich mal, implementieren. Implementing. So sieht das Ganze doch ein bisschen besser aus, würde ich meinen. Da können wir das da oben so noch zumachen. So, bleib zu, du. Und dann passt das doch ein wenig geschickter. Ich mache hier mal wieder Day. Weil mittlerweile wird sie schon wieder zappenduster. Das wollen wir ja auch nicht so. So, hier machen wir mal noch ein bisschen Wiese hin. Na, wobei, da könnten wir Wiese hinmachen. Und dann heißt es hier im Prinzip, der Weg, der geht hier nach innen. Wir werden uns auch nochmal die Türen schnappen und neu anbringen, weil die ja immer ein bisschen verdreht sind. Das ist ja nicht so schön. Ja, gut, dann haben wir das Haus von Lachgeil LP. Ich glaube, Lachgeil LP hieß er. Ja, richtig schön auf jeden Fall. Danke, danke für das Haus. Und hier können wir auf jeden Fall auch noch ein wenig Deko überall anbringen. Ihr seht, das ist noch nicht alles komplett eingerichtet und perfekt ausgebaut. Oh, jetzt habe ich hier zu viel Holz weggehauen. Werden wir mal das Hochparterre hier wieder herrichten. So, und die Betten, glaube ich, standen so, wenn ich mich nicht täusche. Und was haben wir hier drin? Ach ja, hier ist eine Toilette. Na, nur eine Tür ist hier drin? Wieso ist eine Tür hier drin? Ach so, hier haben wir das Waschbecken, nehme ich an. Das wird die Toilette darstellen. Das Waschbecken können wir gerne mal ein bisschen befüllen hier. Und auch noch einen Wasserhahn dran setzen. So. Da kann man sich waschen. Das hier soll einen Schrank darstellen, wenn mich nicht alles äugt. Und dann wäre das schon richtig gut hier. Schönes kleines Dachgeschoss hat man hier. Schön bequem. Schön heimelig. Ah, hier. Ganz gefährlich. Kann man runterfallen. Das möchte ich mal noch ein bisschen abgrenzen so. Dann ist das auch ein bisschen gemütlicher noch. Fackeln könnten wir noch gebrauchen. Und ich muss mir echt angewöhnen, nicht immer allzu laut zu sprechen, wenn ich denn mal spreche. Weil das letzte Mal habe ich halt auch gemerkt, dass das Mikro ziemlich übersteuert ist ab und zu, wenn ich gerade diese harten Konsonanten in den Mund nehme und erwähne. Und das wollen wir doch wenn möglich vermeiden. Ja, hier brauchen wir vielleicht mal noch einen guten Inneneinrichter. Das wäre auch mal was. Wir haben hier mittlerweile ziemlich viele leere Räume auch. Beziehungsweise ziemlich viele leere Gebäude. Ein Inneneinrichter wäre auch mal nicht schlecht. Aber Inneneinrichten, das ist natürlich immer so eine Sache der Lust und Laune, die man gerade hat. Also wer von euch Bock hat, ne, und gut einrichten kann, der kann mal ein paar Bilder posten und so weiter und so fort. Genau wie ihr mitmachen könnt, das findet ihr ja alles in der Videobeschreibung. Da müsst ihr nicht immer extra nachfragen. So, und hier, ach, da geht jetzt nichts hin. Dann machen wir mal... Ja, wisst ihr was? Wir machen mal die Fackeln weg. Und machen mal hier ein Schild hin.
Willkommen bei mir zu Hause. Und dann schreiben wir hier noch hin. Lachgeil LP, ich glaube, so hieß er. Vielen Dank an dieser Stelle für das wunderbare, wunderschöne Haus. Jetzt werden wir natürlich auch hier noch die ein oder andere Wegbeleuchtung anbringen. Wo haben wir denn den Glowstone? Ach, da ist er. Da ist er. Da ist er. Der Glowstone. Tun wir mal am besten. Ja, wo tun wir denn am besten? Da was hin? 2, 3, 4, 5 und 6 machen wir mal wieder so eine Doppellaterne. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht. Nur meine liebe Laterne nicht. Laterne, Laterne. Okay, gut. Ausgerastet hier. Hier könnte noch eine hin. 2, 3, 4, 5. Schwupp. Und dann leuchtet die da so unterm Baum vor. Ist bestimmt nicht verkehrt, beziehungsweise ich finde es doch ein bisschen verkehrt. Machen wir mal wieder weg, da Mist, den Mist. Mit der Mist da. Machen wir es dahin. 4, 5. Hier passt auch ein bisschen besser hin. Dafür machen wir dann hier eine Doppellaterne hin. So, und dann sind auch die Häuser hier außen ein wenig mehr verbunden miteinander. Fackeln könnten wir jetzt eigentlich wieder brauchen. Boah, meine Stimme, die muckt gerade ziemlich. Ich versuche einfach mal ein klein wenig leiser zu sprechen und hoffe, dass ihr mich immer noch versteht. Wenn nicht, schreit laut oder lasst es bleiben. So, das Haus von Lachgeil LP. Richtig, richtig gut. Nochmal ein herzlich riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle. Und wir werden fortfahren mit der Kaserne von Burnblaster. Ja, auch der gute Burnblaster hat uns was gebaut, nämlich eine Kaserne. Und da habe ich jetzt noch überhaupt keine Peilung, wo die hin könnte. Einerseits könnte man eine Kaserne zum Beispiel gleich mit hier hin pflanzen. Irgendwo hier so in die Gegend hin. Weil es doch relativ abgelegen ist. So Kasernen, die sind ja meistens nicht direkt im Ort, sondern irgendwo mehr oder weniger in der Wildnis. Man könnte sie aber auch... Ich weiß es nicht. Vielleicht hinter den Irrgarten? Gute Frage. Gucken wir mal. Schweben wir einfach mal so durch quer die Botanik und werden mal suchen, wo wir hier etwas hinzimmern könnten. Wir könnten auch das Ganze hier ein wenig mehr befüllen. Hier ist auch noch relativ viel leer. Eine Kaserne könnte ich mir zum Beispiel hier dazwischen irgendwo auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das Ganze ein bisschen voller wird. Oder hier so am Rande. Wo machen wir denn eine Kaserne hin? Eine Kaserne. Ja, hier müssen wir auch unbedingt mal ein bisschen mehr bauen. Weil hier ist noch alles so leer und so karg. Und das wollen wir doch mehr und mehr befüllen nach und nach. Oder hier direkt so am Ding würde es sich auch gut anbieten. Am Meer eigentlich. Aber ich weiß nicht, dass die hier im Prinzip Seeausbildung machen können. Sie können hier in der Mine mitarbeiten helfen. Da hinten fand ich eigentlich so gesehen nicht so schlecht schon mal. Hier sind wir wieder relativ nah am NPC-Dorf. Ist rein theoretisch auch nicht so verkehrt. Aber hier würde ich vielleicht auch lieber mehr oder weniger mal so eine Art Hafenstadt nach und nach errichten und hinbauen. Ich denke, da passt es dann nicht ganz so prima hin. Fliegen wir mal hier hin, da. Bisschen. Hier wird er eigentlich auch theoretisch eine ganz gut hinpassen, wenn wir die irgendwo hier so an den Rand machen, beziehungsweise hier so mitten rein. Na, ich weiß ja nicht, was wir dann noch beim Irrgarten hier machen. Hier könnte auch mal noch eine riesengroße Stadt entstehen. Das wäre... Ja, wisst ihr was? Ich glaube, wir machen die auch hier hinten hin. Das passt hier so von der Thematik gerade bisschen einigermaßen gut hin. Da ist das Haus von Honeyball.
auf der kleinen Insel Hexe Honigs Haus. Oder wir machen die so hier auf den Hügel. Das wäre auch gut. So hier auf diese Halbinsel. Ins Dickicht rein. Ja. Das wäre auch ein super Ort. Ich denke mal, der passt sehr gut. Ja, werden wir uns... Doch. Ich denke, wir machen die hier hin. Doch. Die werden wir hier hin machen. Da ist eigentlich ein relativ schöner Ort für. Müssen wir jetzt nur wieder einige Bäume loswerden, weil ich glaube, wir sollten hier noch eine Ebene aufstocken. Beziehungsweise machen wir erstmal die Bäume weg. Klar, immer die Bäume weg. Die Bäume weg, die Bäume weg, die Bäume weg. Hack, 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 hack. Das ist der Holzfäller-Song. Hi ho, hi ho, das ist der Holzfäller-Song. Hi ho, hi ho. Wir klatschen die Bäume und sind froh. Das Holz muss weg. Juchai, juchho, das Holz, das Holz. Das macht uns so viel Spaß. Das Holz, das Holz. Mensch, was ist das für ein Holz? Ein Holz, ein Holz, ein Holz, ein Holz, ein Holz, ein Holz. Gut. Gesangskünste haben wir heute total versagt, würde Dieter Bohlen sagen. Da singt ein Schwein beim Scheißen besser. Aber naja, ich wollte ja heute auch nicht großartig singen, sondern ich wollte einfach eine kleine Aufnahme mit euch machen. Ich denke mal, dafür, dass es so ein wenig improvisiert war, so ein wenig, so ein klein, klein, ist das schon ganz okay. Aber ich laber schon wieder hier totalen Bullshit, überhaupt nicht themenbezogen oder sonst was. Einfach nur Mods der Bullshit. Das müssen wir mal ein bisschen abstellen hier. Ich laber einfach zu viel Bullshit. Naja, was soll's. Ich würde die Kaserne jetzt einfach mal hier einfügen. Ich denke, die passt hier ganz gut, und zwar hier noch nach einen nach unten, und dann kommt die hier rin einfach mal, beziehungsweise noch weiter nach links. Sollten wir die noch weiter nach links hier hin vielleicht? Ja, probieren wir es mal da an Ort und Stelle. Laden uns das Schematic Load Kaserne Burn Blaster. So, und dann Paste. Ach halt, hier sollte ich es vielleicht nicht gleich pasten, weil ich weiß nicht, in welche Richtung. Oder? Doch, ich paste einfach mal hier jetzt. Vielleicht trifft es ja gleich die richtige Richtung, dann haben wir Glück gehabt. Och, fast. Die müssen wir um 90 Grad drehen. Immer diese 90 Grad Drehungen, das gibt's doch nicht. Och nein, jetzt ist mir wieder Minecraft abgeschmiert. Super fantastisch. So muss das sein. Kann ich gleich die Aufnahme beenden. Na okay, hier, der beendet jetzt gerade gar nichts, der beendet nur mein Minecraft, das schmiert total weg. Gut, also kurz mal wieder ein schwarzes Bild für euch. Ich finde das immer echt so abartig, dass Minecraft so viel Speicher frisst, wenn man irgendwas einfügen will. Das ist echt abartig hart. So, der Server steht natürlich noch, also schwupps angemeldet. Ich hoffe mal, der hat das rückgängig gemacht. Passt. Passt alles. Day. Und dann machen wir wieder Schematic. Schematic Load. Kaserne. Burn Blaster. Und das Lied trägt mich schon wieder auf. Rotate 90. Jetzt muss ich mal hier das Lied weiterschalten. Als allererstes. Schwupps. Ich muss wirklich mal Fokus darauf legen, Lieder auszumisten. Weil ich habe echt abartig blöde Lieder da mit dabei. Das kann man so nicht abstreiten. Wow. Jetzt leckt es gerade ein wenig, aber das wird sich bald ausgeleckert haben, hoffe ich mal. Die Eisengitter sind natürlich falsch rum. Wer hätte es denn gedacht? Ah ne, können wir die auch? Nee. Das muss doch. Doch, das geht. Wenn man die so quer anbringt, kann man die so offen stehen lassen. Und machen wir gleich mal das Schild hier richtig. Zack. Kaserne. Oder machen wir mal die Kaserne. Die Kaserne von Burn Blaster. So wird er, glaube ich, geschrieben. Und dann werden wir noch ein bisschen die Umgebung natürlich anpassen. Hier seht ihr ja viel, viel fehlendes Gras und fehlende Landschaft. Wieso leckt denn das?
Ach, wisst ihr was? Ich nehme gerade gar nicht auf, ich Idiot. Ich laber hier ins schwarze Bild. Okay, dann nehme ich mal auf. Und zwar, zack, jetzt solltet ihr wieder Bild haben. Jetzt solltet ihr wieder Bild haben. Ja, ich habe die Kaserne jetzt hier eingefügt und die Eisengitter richtig gesetzt, weil die waren noch etwas schief. Und hier die Kaserne von Burnblaster auch benannt.